Ein neuer Tag, ein neuer Part. Wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben. In dieser Höhle auf Einland 4. Und da wollen wir dann natürlich auch wieder raus, weil hier gibt's nichts mehr Interessantes zu entdecken. Und ich würde sagen, das war's schon mit Einland 4. Deswegen können wir uns sofort auf den Weg zu, nach Einland 5 machen. Und dann sind wir auch sofort unterwegs, um Einland 5 zu erkunden. Oder hier gibt es, glaube ich, nichts mehr, weil hier surfen kann ich nicht. Genau. Dann erkunden wir mal Einland 5. Ahoi, wohin soll es gehen? Einland 5. Hier ist ein Angler. Hier wurde es in letzter Zeit geschäftiger. Ich habe auch in letzter Zeit nicht viele gute Fische gefangen. Was will er mir damit sagen? Was sagt der hier? Igitt, das stinkt. Ich wollte auf der Weide spielen. Aber sie haben dort ein merkwürdiges Gebäude errichtet. Und ich kann dort nicht spielen. Aha. Einland 5, Koro-Insel, wo die Zeit rennt. Aha, klar. Diese Weide ist seit Generationen in unserem Familienbesitz. Ich sollte darauf eine Villa bauen. Das wäre besser, als sie an diese Rowdies zu verschwenden. Ich ahne Böses, dass ich Zerschneider brauche. Deswegen hole ich mir mein Paras. Opfer 1, wo bist du denn? Da bist du doch. So. Waren wir hier schon drin? Nee, hier waren wir noch nicht drin. Nur eine einsame Frau. Du brauchst für das Abendessen heute nichts einkaufen. Das hat mein Gatte gesagt, als er heute zum Angeln ging. Ich weiß nicht, ob ich mich auf seine große Ankündigung verlassen kann. Ihr seid mitten auf der Insel. Ich habe hier noch keinen Supermarkt gesehen. Ist nicht so, dass hier der nächste Aldi um die Ecke steht. Wach. Einland 5, die Weide. Aha, da ist ja unser Rocket. Zutritt in diesem Gebiet untersagt. Raus. Ja, wie gesagt, also die Kämpfe. Oh, der hat jetzt schon Level 48. Werde ich trotzdem größtenteils vorspulen. Einfach aus dem Grund. Weil die vom Level her so saumies sind. Psychokinese ist gegen Gift effektiv. Dann... Oh, was setzt er als nächstes ein? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ach, Slimer, zum Glück. Also nur für die Kämpfe werde ich ein bisschen die Spultaste drücken. Hallo, hier bin ich. Das Problem ist, jetzt kommen gerade so Pokémon, wo ich eigentlich auch mein Glurak mal brauchen könnte. Aber das habe ich jetzt leider nicht dabei. Aber ist nicht so wild. Ich kann ja mit Rosana auch
Pflanzen-Pokémon umlegen. Hier gibt es nichts weiter außer unserem Lager. Also, was hast du hier zu suchen? Das ist wie... Schau ja nicht unter dem Poster. Dort ist kein versteckter Schalter. Irgendwie hätte ich, glaube ich, doch Rosana an erster Stelle setzen sollen. Maru gab ein Passwort ein. Aber Cobra. Um die Türe zu öffnen, wird ein weiteres Passwort benötigt. So, ja. Das war's also. Wir brauchen ein zweites Passwort. Deswegen kommen wir hier nicht weiter. Aber wir können ja erstmal hier weiter rumsurfen. Ich bin der älteste der Vogelbrüder. Das Beste an Vögeln. Das muss der Schnabel sein. Naja, also ich finde was anderes an Vögeln gut. Ja, also wie gesagt, die Kämpfe werde ich hier jetzt vorspulen. Und ja, weil ich finde, die haben es einfach zu vom Level her zu weit unten gemacht. Ich meine, du kommst da frisch aus der Pokémon-Liga, bist Pokémon-Champ und dann musst du dich da mit Level 50 Pokémon rumschlagen. Nicht mal Level 50, also finde ich ein bisschen Witz. Aber so ist es nun mal. Also hier könnt ihr auch einen Hopp-Spross fangen. Ich bin der Jüngste der Vogelbrüder. Das Beste an Vögel, das muss das Gefieder sein. Aha, ein Huthut. Also ihr seht schon, ihr seht jetzt auch mehr neuere Pokémon. So, Entschuldigung, mein Telefon hat gerade geklingelt, da musste ich kurz hingehen. Jetzt bin ich aber wieder da für euch. So, dann haben wir die Vogelbrüder auch besiegt. Geht's hier irgendwo noch weiter? Tatsache. Putz, putz. Hallo, deine Pokémon sehen gesund aus. Hier habe ich mein Onix begraben. Es hieß Tektonix. Aha. Das war's. Hier können wir wahrscheinlich auch nichts mehr finden. So, hier haben wir einen Metallmantel gefunden, ansonsten auch nichts weiteres. Ach, selbst im Wasser könnt ihr Hopp-Spross finden. Dann haben wir das Gebiet erkundet. Auf zum nächsten. Ich finde es auch irgendwie komisch. So, Mauzi und Zumbilikat, also die Kanto, die aus dem Kanto-Dex, die Pokémon, die haben, fast Level 50 und wenn dann eine aus dem Johto-Dex oder so kommt, die haben dann nur Level 12. Was ist denn das? Hier, Level 10. Wow, voll der Killer. So, da oben kann man auch noch entlang surfen. Oh. Wasserölgarten. Aha.
Ich setze hier einfach mal einen Topschutz ein. Ferienparadies. Der Winkel ist noch nicht perfekt. Was wäre es? Farbeagle. Ich habe das Pokémon noch nie gesehen. Ganz ehrlich. Sieht aber so nach Normal-Pokémon aus. Yeah. Also wie gesagt, ja, die Trainerkämpfe, die spule ich immer noch vor, weil die einfach echt schlecht besetzt sind vom Level her. Wow, die hat mir 10.000 gegeben. Nicht schlecht. Ich setze auch wieder so ein Farbeagle ein. Ich denke darüber nach, ein Pool für Pokémon nur... Nein, ein Pool nur für Pokémon einzurichten. Genau so waren ihre Worte. Ach, blödes Voltinamen. Ach, was soll denn das? Immer diese Paralyse. Marty, ein cooles Pokémon. Voltilam genauso. Haben wir noch einen Paraheiler? Ach ne, Hyperheiler hier. Da ist auch noch ein Tenenacker. Oh, falsch. Ja, reicht trotzdem aus. Also ich bin echt sowas von enttäuscht. Von den Leveln her. Weil das kann ja echt eigentlich nicht sein. Leer! Da ist auch noch eine. Mit diesen Händen werde ich den Sieg herbeiführen. Sehr einfallsreich, die Pokémon, die die haben. Jeder Malerin oder ja, wie heißen die? Ja, Künstlerin hat dieses Farbeagle. Ja gut, wir sind jetzt auch schon wieder bei 13 Minuten angelangt. Deswegen würde ich sagen, cutte ich hier kurz und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder.